So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Tut mir leid für den Cliffhanger, aber ist halt so. Oh. Und ja. Willkommen bei Mafia 3. Zack. Weg, Kunde, ja. Shit. Oh, warte mal. Ich muss mal kurz mal Pistole wechseln. Wo ist... warte mal, Gott sei Dank. Ich bin jetzt leicht überfordert, aber wir kriegen das hin. Komm. Zack. Oh. Ich muss mal kurz mal mich heilen. Ich glaube, ich darf mich nicht stressen lassen. Warte. So viele Bullen in so ein Nest kann doch nicht sein, oder? So. Ich brauch erstmal eine Knarre. So. Ah, da geht's. Jetzt geht's um die Wurst. So. Deine Tage sind gesaved, Slim. Schon B. Nee. Shit. Alter, wie krieg ich das hin? Der Wichser will sich verpissen! Ab durch den Acker! Ab durch den Acker, jawohl! Leben oder so? Das sagt der Richtige. Zum Glück haben wir beim Losfahren das Feuer gesehen. Gut. Reiß dem Schwarzbrot mal ein! Slims Jungs holen uns gleich ein! Alles gut, kein Stress. Wir springen drüber. Keine Kratzer! Noch mehr Cops! Die drin hängt. Yeah. Was sind da? Errungenschaftsstoßdämpfer-Test oder so. Lass dich von diesem Schwanzlutscher nicht abhängen, Baby. Baby schon. War nicht mal ein Bett, sagt die zu mir, Baby. Weg. Wir haben Gesellschaft. Ach du Klepper. Bis dem Falschen ans Bein, Bimbo. Erledigt ihn genau wie den anderen. Weg. Bring mich näher ran für den Schuss. Ich gebe Gas. Jawohl. Das war's mit Weglaufen, Slim. Den machen wir jetzt niederknüppeln, niedermetzeln.
Komm her, Bimbo. Ich hab was für dich. Oh ja. Ich hab was für dich, Bimbo. Hörst du mich? Wir hören dich, du Schwein. Komisch. Ich hab immer gedacht, ich sterb mal im Schaukelstuhl. Na los! Bring's zu Ende! Nein. Dein Tod würde nichts ändern. Aber wenn wir dich leben lassen, wenn du dich verantworten musst für deine Scheiße, das wird etwas ändern. Und außerdem, du musst das so sehen. So als weißer, rassistischer Cop wirst du wahrscheinlich der totale Liebling deiner Mitgefangenen. Ich kenn Politiker. Ich kenn wichtige Leute. Ich geh nicht ins Gefängnis. Oh. Wird Zeit, dass wir aus Sinclair Parish verschwinden. Lass mich runter. Flüchten. Los, wir fahren zu meinem Vater. Slims Jungs holen uns gleich ein. Verstärkung ist unterwegs. Weg. Noch mehr Kopf. Spring! Hollow Pack meint es ernst. Lass oh ja. Eine rote Schlange hinter uns, ja. Na, hier durch. Oh, ich hatte das in Kisten. Keine Ahnung, wie lang. Vom Banshee. Häng diese Scheiße einfach ab. Komm ich hier durch? Passe ich durch? Ja. Scheiße, meine Farbe. Ah, Mist. Entschuldigung. Ich muss jetzt so voll niesen jetzt. Ah, ja, um hier lang verkehrt. Shit. Shit. Fast. Ich vermasse es wieder mal. Ah. Juhu, juhu. Ach, leck mich doch, ich fahr jetzt hier mal so ein Dings hier. Und dann. Wir haben Gesellschaft. Ich weiß. Bye bye, Baby. Weg! Selber schuld. Oh, was ist jetzt? Grafikfehler. Ja.
Scheiße einfach ab. Ich fahr doch wie Irrer. Zurück zu meinem Vater. Alles gut bei dir, Roxy? Ja, aber mir ginge es noch besser, wenn wir Slim endlich hinter Schloss und Riegel hätten. Du warst richtig gut, Lincoln Clay. Stell den Wagen da vorne ab. Wohin mit Slim? Das war wie die Stadtgrenze, ja. Er sollte wissen, was einmal waren sie weg. Die Bullimanzei. Beende den Kampf? Was war Kampf? Ah, nee. Warte mal. Ach, da muss ich rein. Nee? Okay, warte mal. Ich muss doch hier rein, oder? Das verstehe ich jetzt nicht. Ha, Junge, irgendwann musst du ein bisschen vorsichtiger werden. Beaumont? Er hat überlebt. Er ist drüben in der Garage. Hat Roxy sich gut geschlagen? Scheiße, gut ist gar kein Ausdruck. Deine Tochter ist der Hammer, Lavon. Aha. Naja. Mit dir als Partner. Bleib doch hier. Wir könnten dich brauchen. Ich sag's ja nur. Hier ist immer ein Platz für dich. War schön, dich wiederzusehen, Lavon. Irgendwann musst du wieder ins normale Leben zurück. Vergiss das nicht. Komm rein. Hey, ich fahre jetzt und wollte mich noch... Alles okay? Ja. Klar. Was rede ich? Nein. Nichts ist okay. Ich frage mich, ob das alles was gebracht hat. Wir legen diesem Slim das Handwerk und ich sehe nur den Schmerz. Und die Hässlichkeit auf der Welt. Mir hat mal einer was Wichtiges gesagt. Wenn du auf der Welt nur das Böse suchst, siehst du auch nur das Böse. Glaub mir, Roxy Laveau, du bist einer der besten Menschen, die ich kenne. Lass dich von dieser Welt nicht unterkriegen. Tanz mit mir. Also, ich kann eigentlich nicht wirklich. Okay. Okay, ich versuch's. Tja, wenn ich so toll bin, was bist du dann? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Mach dich nicht schlechter, als du bist. Nein, wirklich. Du denkst, du kennst nur rohe Gewalt. Aber du hast auch andere, hellere Seiten, Lincoln Clay. Ah ja? Woher willst du das wissen? Na ja. Sieh dich an, du tanzt mit mir. Roxy. Ja. Was passiert denn hinter der Tür? Keine Ahnung. Was denkst du? Schreib's im Kommentar.
So, was haben wir jetzt? Wir müssen jetzt abgeschlossen. Sehr schön. Was müssen wir machen? Warte mal, ich lasse mal weiter. Rede im MJ. Wo ist denn der da hinten? Das Kräuterkunde. Chef Sergeant, ich habe ein unschlagbares Angebot für dich. Na, sag mal, was soll ich verdicken? Hast keine Zeit verschwendet, was? Hab mir alles geschnappt, was Slims Wichser nicht verbrannt haben. Ich versuche was Neues auf die Beine zu stellen. Draußen auf der Farm zerpflücken die Geier schon meinen alten Laden. Brauchst du Hilfe? Vielleicht sollte ich dein Angebot annehmen und dein Partner werden. Falls du wirklich Interesse hast, wir könnten hier richtig was aufbauen, Mann. Hört sich nicht allzu schwierig an. Okay, MJ, dann wollen wir Nubadoma fliegen lassen. Guck doch mal, ob du irgendwo freiwachsendes Weed findest. Das könnten wir für unsere Neuzüchtung benutzen. Sammle wildes Gras. Warte mal. Benutze die Werkbank. Wo ist denn die Werkbank? Hier? Nee. Wo ist denn die Werkbank? Hier? Ach hier. Anbauen. Okay. Pflanzen. Okay. Ah, wildes Marihuana. Okay, muss ich noch anbauen, den Mist, was? Gut. Okay, $1000 zum nächsten Level. Er kriegt auf bestimmt weiter. Verbesserung. Züchte besseres Gras schneller mit den Sammeln. Ja, da kann ich da auswählen, oder? Bitte Pflanzen, ja. Ich habe doch genug Kohle, oder? Wie viel Kohle habe ich jetzt überhaupt? Wo steht denn das unten? Ja, da kann man doch ein bisschen mal was machen. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Ich muss ein bisschen Geld verdienen, aber ich habe noch Geld. Sehr schön. Oh, ging auch schnell. Sehr schön. Dann sprechen wir mit MJ. Bis jetzt haben wir nur diesen niedlichen Setzling. Aber gib ihm etwas Zeit. Ja, gut. Man muss ja ein zweites Standbein aufbauen. So. Gut, was machen wir als nächsten Auftrag? Hier, da ist er. Geht's doch hier weiter, oder? Rede mit der Stimme. Warte mal, ich gucke noch mal ein bisschen. Ziel. Da geht's ja weiter. Was ist die nächste Story? Also das muss ich auch noch mal machen. Ich rede erstmal mit der Stimme. Da. Sind die bei Wind und Wetter draußen? Oh Mann, 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 Mann. Immer noch am Start, Lavon? Ah, Sinclair. Da denkt man, man hat was erledigt. Ah, das mit Slim war gute Arbeit. Das FBI hat ihn. Aber er tut alles, um wieder freizukommen. Aber die ganzen Beweise? Es ist ein Anfang. Aber es müssen mehr Bewohner von Sinclair aussagen. Aber das wird nichts, wenn der Sheriff und wer sonst noch sie unter Druck setzt. Wo kann ich anfangen? Ich kenne da ein paar besorgte Bürger in Sinclair. Mal sehen, wie ich helfen kann. Danke. Hilf ihnen. Das erhöht die Chancen, dass Slim Bowman hinter Gittern bleibt. Guter Mann. Okay, jetzt habe ich jetzt hier. Warte mal, ich geh noch mal raus. Okay, dann mache ich erstmal die Story-Dings da. Hier oben ist auch noch eine Story. Bitte. Was er braucht. Hier ist es noch Story. Boah, Sinclair. Sprich mit der Witwe. Ja gut, da fahren wir nochmal zurück. Obwohl ich das mal. Haufen Chaos, wie macht er da? Ja, da geht's raus. Mein Auto. Da. Oh, jetzt ihr Auto. Nee, jetzt, da haben wir liiert worden. Jetzt habe ich ein neues Auto. Like knowing there's a big break waiting for them anytime they need one. Plus, they come in that convenient flip. Musik. A
Steht immer noch da von letztens. Ja, Ice am Steel, die haben ja auch schöne Mucke gehabt, ja. Ich meine das. Gibt's überhaupt noch Eis am Stier? Können wir bestimmt mal über YouTube gucken oder so. Ne? Oh, warte mal, stopp. Da kommen wir ja gleich mal hin. Rrr. Warte mal. Dann mache ich den gleich. Warte mal, gehe ich da hin? Warte, ich gehe erstmal zum Anhalter. Das war bestimmt dasselbe wie vom letzten Mal. No. Oh, warte mal. Alles klar, denn der schläft jetzt. Ja, gucken wir mal rein. Oh, was hier passiert? Notiz noch. Dach. Sind Sie Remus? Christian Remus, mein werter Name. Und Sie sind Lavos Bekannter. Verzeihen Sie den Saustall. Es hieß, Sie könnten mir helfen, Blanche zurückzubekommen. Ihre Freundin? Was hat Slim mit ihr vor? Ich war Sheriff Beaumont gelegentlich bei rechtlichen Problemen zu diensten. Zusammen mit eher unrechten Diensten. Und Slim befürchtet, dass Sie reden. Aber er will Sie nicht umbringen. Deswegen haben seine Lakaien meine Blanche entführt. Sie haben sie drüben am Schrottplatz, der hochgegangen ist. Versteh schon. Retten Sie sie. Und ich singe wie ein Vögelein. Na gut, dann retten wir sie. Geht doch. Da schläft immer noch. Macht jetzt. Oh. Warum ist die Stadt wieder aufgebaut hier? An alle Einheiten. Verfolgung einstellen. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung einstellen. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Dear listener. This is your good friend Remy Duval, reminding y'all to tune in to Native Son. Native Son! On WBYU 620. Und das haben wir Ende einer Folge. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wir sehen uns nächste Folge, sagt der Zucki. Und auf Wiedersehen.